Wir tragen hier eine Gurkenmaske auf, die ist eine ganz tolle Pflege, speziell auch für die Kinderhaut. Ich finde es manchmal ein bisschen stressig, dann muss ich mich hier halt entspannen. Sonst so nehme ich eigentlich immer Rosatöne. Ich finde es sehr schön, was die Martina mir auf meine Nägel gezaubert hat. Ich finde, dass man nicht Kinder dazu zwingen soll und auf der anderen Seite auch nicht übermäßig verwöhnen. Das ist ja auch eine Tendenz. So, Joelle, jetzt beginnen wir, die Maske aufzutragen. Und Gurkenmaske. So, Joelle, wir tragen jetzt die Maske auf. Die wirkt feuchtigkeitsspendend, dann kriegst du eine ganz weiche Haut. Joelle, wir tragen hier eine Gurkenmaske auf. Die ist sehr feuchtigkeitsspendend, bestehend aus Quark und Joghurt, also sehr, sehr sanft und eine ganz tolle Pflege, speziell auch für die Kinderhaut. Das kann man benutzen können. Was man auf jeden Fall beachten sollte, dass man keine aggressiven Pflegemittel verwendet, weil die Kinderhaut sehr sensibel ist und nur mit sanften Produkten arbeiten. Also ich würde empfehlen, den Kindern Cremes aufzutragen, da auch diese Haut geschützt werden sollte, aber man muss eben eine sehr sanfte Pflege verwenden. Und jetzt? Scheibe in die Hand. Du darfst jetzt auch reinbeißen. Und bitte. Erzähl mir doch mal, wie fühlt sich das denn so an alles? Also es fühlt sich ganz entspannt an. Also man fühlt auch, dass es meine Haut schon weicher ist. Und ja. Gut ist. Also ja, die Gurken sind eigentlich ziemlich glitschig und wenn man lacht, dann fallen die runter. Und da eigentlich ist es ganz angenehm. Einmal ein Bademantel für dich. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Bitte schön. So, ein Bademantel für dich. Für dich auch ein Bademantel. Und dann dürft ihr drei mit mir mitkommen in die Umkleidekabine. Super. Okay. Ja, also meine drei Töchter, die plündern auch gerne mal mein Badezimmer und nehmen sie auch immer mal eine Creme oder sonst irgendwas raus und ja, sind auch bei uns in dem Genuss eines eigenen Badezimmers. Da wird auch schon mal gerne die Tür abgeschlossen. Was am liebsten? Ja, also unsere große Tochter, die hat letztes Jahr dann zu ihrem Geburtstag auch mal Freundinnen eingeladen und hier so sich die Nägel lackieren lassen und fein machen lassen. Das hat sie sehr genossen. Das wollte sie doch gerne mal wiederholen. Das hat ihr sehr gut gefallen. Und ja, die anderen zwei,
Ja, also regelmäßig muss das ja nicht sein, aber man kann das zwischendurch auch gerne mal machen. Das ist, finde ich, eine schöne Sache. Sollen auch die Kinder das mal genießen können. Nicht nur immer die Erwachsenen. Oh, bitte. So, Luca, welche Farbe möchtest du denn gerne? Ich nehme die Lila. Lila, super. So, Luca, welche Farbe möchtest du denn? Ich nehme die Lila. Die Lila. Sehr schön. Und Butter. Und das Puder. Stopp. Wie lange muss ich das jetzt trocknen lassen? So 10 Minuten, dann ist der Lack oberflächlich angetrocknet und nach 20 Minuten ist er dann komplett durchgetrocknet. Ist schön. Und jetzt schaust du dir mal an. Und noch einmal bitte. Nein, ich kann es auf keinen Fall so toll wie die Martina. Ich habe also die linke Hand kriege ich schon eigentlich gut hin, aber die rechte nicht, weil ich bin ja Rechtshänder und ja. Eigentlich mache ich mir immer Klarlack drauf, aber jetzt sonst so nehme ich eigentlich immer Rosatöne oder so. Also Blau nehme ich nicht so gern, weil das ist, sieht so unecht aus, finde ich. Und die Steinchen finde ich auch sehr schön immer. Aber leider habe ich sowas nicht zu Hause. bei mir in der Schule machen es nicht, also lackieren nicht alle Mädchen sich die Nägel, aber es machen schon ein paar. Was er jetzt gemacht hat, kannst du mir mal erzählen? Ich finde es sehr schön, was die Martina mir auf meine Nägel gezaubert hat. Ich hatte es ja schon mal und da fand ich es auch schön, aber ich finde es sogar jetzt noch schöner. Warte, Maya, und los.